Hallo und herzlich willkommen beim nächsten Podcast, beim The Mindstyle Talks hier mit Kerstin Grochala heute. Hallo Kerstin. Hallo, grüß dich. Hallo, grüß dich. Schön, dass du da bist. Und wie wir es kennen, stellen wir die Kerstin natürlich als allererstes ein bisschen vor. Wenn man so liest auf der Website, die Kerstin, eine Frau mit unbändigem Willen, großen Träumen und wildem Herz. Da sind wir schon gespannt. Die sich auf jeden Fall nicht aufhalten lässt. Mit dem Motto, das Beste kommt erst noch. Aufgabe ist auch zu lesen auf der Website, Menschen dabei zu begleiten, der Held ihrer eigenen Geschichte zu sein und selbstbestimmend zu leben. Daraus ist auch die erste Keynote entstanden, der Helden Key. Da können wir gleich später ein bisschen dazukommen, aber auch zu einer ganz neuen Keynote, Herzens-Keynote, wie mir die Kerstin schon im Vorfeld verraten hat. Wollen wir doch gleich einfach dabei einsteigen, das Beste kommt erst noch. Ja. Was heißt das, Kerstin? Was kommt denn noch? Also, weißt du, ja, das weiß ich nicht, aber ich finde das einfach so, so toll, wenn man wirklich sagt, okay, dass man sich nicht irgendwie einfach zurücklehnt und dann so sagt, so, ah ja, alles ist doch super, ne? Sondern ich habe immer so diesen Drang, dass ich für mich selber sage, hey, da liegt noch so viel vor mir. Und ich kann noch so viel erreichen, auch wenn ich im Moment vielleicht gerade nicht weiß, was es ist. Mhm. Aber ich habe diesen tiefe Vertrauen, dass ich wirklich sage, das Beste, das kommt erst noch. Und das ist halt einfach so, so eine Lebenseinstellung, so dieses Positive und sich auf jeden Tag tatsächlich dann freuen und so, ach, mal schauen, was mir halt so alles erwartet. Ne? Und immer mit diesem, ja, das Beste Kinder erst noch. Schauen wir mal, was passiert. Ne? Bedeutet auf der einen Seite, das Leben auch offen zu lassen, neugierig ja. Wahrscheinlich zu sein, oder? Genau, richtig. Auf der anderen Seite sprechen die Menschen natürlich immer darüber, du musst Ziele haben, du musst Visionen haben, man muss dies und das, muss man schon ganz klar vor Augen haben, da musst du dich hinarbeiten. Mhm. Ist das für dich? Was ist das offen lassen, neugierig sein wichtiger? Hast du Pläne, Ziele in dem Moment? Ich habe natürlich Pläne und Ziele, ja. Aber es heißt immer so schön, träume groß. Ne? Mhm. Und ich bin ein sehr, sehr großer Träumer. Und es heißt aber auch immer, ja, der Weg ist ja das Ziel am Ende. Ne? Und ich sage halt mal so, wenn ich tatsächlich weiß, wohin ich will, dann wird der Weg sich mir offenbaren. Ne? Und du fokussierst dich halt ganz anders. Wenn du halt wirklich sagst, okay, da will ich hin, das ist mein großes Ziel, dann bist du ganz, ganz offen, gehst mit offenen Augen wirklich dann durchs Leben und ergreifst halt dann auch Chancen, wo du dir vielleicht denkst, hätte ich vorher niemals gesehen. Ne? Also ich finde Ziele wichtig zum Fokussieren, aber nicht alles komplett durchplanen. Das habe ich tatsächlich lange Zeit gemacht und bin damit so dermaßen, ne, weißt schon, auf die Fresse geflogen, auf gut Deutsch gesagt, wo ich mir dann gedacht habe, nein, ich bin jetzt mal ein bisschen freier unterwegs und lass es auch mal so ein bisschen auf mich zukommen und hör auf, das irgendwie alles kontrollieren zu wollen. Fühlt sich wahrscheinlich sehr viel angenehmer und leichter an. Definitiv, ja. Und vor allem lebt es sich entspannter. Ja. Sehr, sehr entspannter und vor allem, weil so früher bei mir, ich weiß nicht, ich habe mir da immer so, musst immer alles unter Kontrolle haben und das war Stress pur. Das war absoluter Stress und wenn dann etwas nicht so funktioniert hat oder nicht so gelaufen ist, wie es dann in meinen Augen hätte sein sollen, ja, dann war für mich der ganze Tag hinüber. Ne? Schon um 8 Uhr morgens. Ja, genau, genau. Stehst auf, denkst, oh, 5 Minuten verschlafen, verdammt der ganze Tag. Ne? Ja. Genau. Deswegen lebt es sich ein bisschen entspannter, wenn man sagt, okay, alles kommt, wie es kommen soll, ne? Alles hat seinen Sinn und sei dankbar für alles, was dir begegnet, ne? Und such halt immer nach dem Geschenk, ne? Egal, ja. Und wenn mir wirklich was alles komplett aus dem Ruder läuft, dann schaue ich trotzdem nochmal hin und denke mir, okay, was durfte ich daraus lernen, ne? Dann hast du schon mal einen Riesenschritt gemacht. Genau. Gerade in den Sinn kommen so alte Geschichten aus meiner Zeit, sage ich mal so, so die Sprüche, die es dann geheißen hat in der Disco, wenn man dann gesagt hat, der und der und der, der lebt so in den Tag rein und so ohne Ziel und Plan, die waren immer verschrien und das kann man doch nicht machen, oder? Ja. Ich glaube, das Bild hat sich schon sehr gewandelt in der heutigen Zeit. Wie du auch gesagt hast, der Weg ist das Ziel und es geht ja um den Weg und ich bin auch überzeugt, dass es ums tägliche Tun geht, dass es einfach Spaß machen muss
und die Leichtigkeit, die dahinter steckt, das Gefühl am Ende des Tages, ja, oder? Genau, genau. Also das ist wirklich, weil man kann sich das Leben selber so schwer machen. Mhm. Das ist unglaublich, ne? Also was ich da teilweise schon erlebt habe, wo ich mir gedacht habe, jetzt wenn es einfach nur ein bisschen gechillter wärst, ne? Dann würdest du da gar nicht so drüber aufregen. Und mittlerweile gibt es eine Frage, die ich mir stelle, weil ich bin ja auch nur Mensch. Und wenn ich dann merke, oh, jetzt kommen die Emotionen hoch, so, und dann stelle ich mir eine Frage. Würde ich mich morgen auch noch drüber aufregen? Mhm. Und in 99,9% der Fälle, nein, genau. Und dann denke ich mir, okay, Energie sparen, lassen wir es einfach, ist okay. Sehr cool, ist lustig, weil das ist immer meine Prämisse, mein Denkansatz. Es geht immer, ich denke mir das auch so, es geht um meine Energie. Mhm. Kostet mich das jetzt Energie oder was bringt es mir, wenn ich da jetzt weggehe oder das auslasse, wie auch immer? Finde ich gut, finde eine coole Geschichte, es auf diese Art und Weise zu sehen und mit dieser Frage. Rege ich mich morgen darüber noch auf. Cooler Tipp, danke. Ja. jetzt möchte ich doch zu den Keynotes kommen. Mhm. Vielleicht ganz kurz zum Helden-Key, deine erste Keynote und dann auch zur Poker-Geschichte. Da bin ich sehr gespannt darüber. Erzähl uns ein bisschen über beide, Kerstin. Über beide, ja. Also die erste Keynote, die ich ja gehalten habe oder halten durfte, war ja der Helden-Key. Mhm. Und ich war schon immer der Meinung, dass jeder Mensch der Held seiner eigenen Geschichte ist. Also du schreibst deine Geschichte ja selber. Und es liegt in deiner Hand und in deiner Verantwortung, was du aus deinem Leben machst. Und ich war schon immer fasziniert von dem ganzen Heldenthema. Weil was sind Helden für Menschen? Helden, das ist etwas, das ist ein Vorbild, da möchte man nacheifern und denkt man sich, boah, die haben so Unglaubliches geleistet. Ne? Was mir aber aufgefallen ist, die wenigsten Menschen würden sich selber das zuschreiben, dass sie ein Held sind. Ne? Mhm. Und es ist ja auch menschlich, dass wenn man bestimmte Dinge erlebt, ne, oder bestimmte Dinge macht, dieses sich selber so ein bisschen regulieren. Naja, da war ja Glück mit dabei. Naja, das war ja bloß Zufall. Naja, das habe ich halt mal so gemacht. Ne? Also immer so dieses nach unten drücken selber. Und Thema Selbstwert, Thema Selbstbewusstsein. Ne? Und ja, und dann habe ich mir gedacht, mach doch da eine Geschichte draus. Ne? Weil Keynote Speaking ist ja auch viel, viel Storytelling mit dabei. Und ich dachte mir, naja, die Menschen zu Helden machen, ist doch super, ne? Und der Helden-Key, das sind halt, also das ist ein Akronym für Held, ne? Und das sind halt 4 Schritte. Als erstes brauchst du natürlich den Heldenmut, ne? Weil es ist so, Veränderung. Der erste Schritt, ne, ist immer der schwierigste. Dieser raus aus dieser Komfortzone, ne? Da haben wir ja alle. Jeder träumt groß, aber die wenigsten gehen dann einfach mal voran. Und das E steht für die Erkenntnis, ne? Und das ist für mich immer ganz, ganz wichtig, weil viele eben zum Thema Selbstbestimmtheit, viele gar nicht wissen, was will ich denn eigentlich? Wer bin ich denn eigentlich, ne? Tief in mir drin. Ich meine, jeder Mensch, jeder war mal ein Kind, viele erinnern sich nicht mehr dran, aber es war mal so, ne? Und gerade Kinder sind die authentischsten Wesen, die es halt gibt. Ne? Und die wissen ganz genau, was sie vom Leben wollen, was sie erleben wollen, was sie mal werden möchten, ne? Wenn sie groß sind, aus so einem Klischeesatz. Ne? Und im Laufe der Zeit, Erziehung, Kultur, Gesellschaft, verliert man sich halt ein bisschen darin. Ne? Und man passt sich halt an, was ganz normal ist. Und ja, und wenn man dann weiß, wer man ist, dann kommt die Leichtigkeit ins Spiel. Und zum Schluss, das D steht halt dann für die Dankbarkeit. Ne? Weil wenn dann alles leicht wird, wenn man weiß, wer man ist, wenn man mutig war, dann wird man auch dankbar sein, dass man diesen Weg eben gegangen ist. Und ja, und so werden die Menschen zu Helden. Schön, schön, schön. Das ist tatsächlich der Gedanke, dass die Menschen sich nicht selbst zu Helden machen, aber Helden doch irgendwo verfolgen oder lass es nur Vorbilder sein. Mhm. Finde ich spannende Idee, ganz tolle Herangehensweise. Aber jetzt kommen wir zum Pokern.
Wie ist das mit dem Pokern? Du hast da eine neue Keynote-Arbeit. Ja. Jetzt bitte. Ich habe es noch nicht gecheckt. Ja. Frage an dich. Pokerst ja. du? Oder? Okay. Texas Hold'em? Nein. Nein. Also Poker nicht. Nein, entschuldige. Okay. Aber ich meine, Poker ist ja doch ein sehr, sehr bekanntes, bekanntes Spiel, ne? Ein sehr Mainstream-Spiel. Und es gibt sehr, sehr viele Parallelen zwischen dem Leben, ne? Und ja. Poker. Also ich will bei Gott nicht sagen, das Leben ist ein Spiel, ne? Aber wenn du jetzt Texas Hold'em nimmst, ne? Du kriegst das Starthand von dem Dealer, also von dem Croupier. Und das sind dann zwei Karten und anhand diesen zwei Karten entscheidest du, spielst du die Runde mit oder nicht. Und mit dem Leben ist doch genauso. Jeder Mensch kriegt eine sogenannte Starthand. Das ist dann in Form von deinem Umfeld, in welcher Kultur wirst du hineingeboren, Großstadt, Landkind, wie auch immer. Dir werden bestimmte Rahmenbedingungen ja vorgegeben. Und das ist dann quasi die Starthand im Poker. Mhm. Und dann geht es halt weiter, ne? Dann folgt im Poker der Flop. Dann kommen die ersten drei Karten. Und dann nimmst du wieder deine Starthand und schaust, passt es jetzt zusammen, was da liegt? Ja oder nein, ne? Und da hast du zwei Möglichkeiten. Entweder eben top, ne? Also passt wunderbar und du spielst weiter. Oder du läufst halt Gefahr, dich zu verzocken. Und so ist es im Leben auch oft. Wenn du sagst, du gehst für deinen Traum voran, wirst du unweigerlich auf irgendwelche Stolpersteine eben stoßen. Ne? Und dann ist halt die Frage, wirfst jetzt hin, wirfst deine Karten weg? Oder sagst, na, jetzt zock ja mal ein bisschen und schau, es sind ja schließlich nur zwei Karten im Spiel und dann machen wir halt mal weiter. Ne? Und diese Verbindung zwischen Leben und Pokerspiel, ja, die ist einfach da. Ne? Und das war so ein richtiges Herzensding von mir, das zu machen, weil ich ein Mensch der sehr bildhaften Sprache auch bin. Ja. Genau. Cool. Poker. Das ist mein Baby. Dein Baby. Du hast mir im Vorfeld eben erzählt, im April das erste Mal gehalten. Mhm, genau. Ein Vortrag als solches. Mhm. Kannst uns gern die nächsten Termine reinschicken, können wir dann gerne teilen mit den Leuten. Ja, sehr gerne. Es gibt schon welche. Ja. Das auf jeden Fall auch. Ich finde das eine coole Idee und Anekdote tatsächlich. Ich kenne das natürlich aus dem Sport. Sport ist für mich Anekdote fürs Leben, aber jegliches Spiel in diesem Sinne dient in diesem Moment als Anekdote. Sehr, sehr cool. Ja. Und dann müssen wir noch auf deinen Podcast kurz kommen. Ja. Der Emanzenstempel, habe ich das richtig notiert? Richtig, ja. Richtig. Jetzt fragt sich der Mann hier ganz zurückhaltend, bitte erzähl einfach. Der Emanzenstempel ist tatsächlich, also der Name, der ist ja wie so oft im Leben einfach aus einem Dialog, aus einer Situation heraus entstanden. Ich habe mit einem Freund von mir, habe da zusammengearbeitet, ne, der auch Coach ist, und habe dann gesagt, hey, hättest du Bock auf einen Podcast? Ne? Und sagte so, ja, cool, was willst du machen? Und dann habe ich gesagt, ja, also irgendwie so diese Abstempelei von Menschen, ne? Du wirst halt wegen so viel, ne, eben Emanze, Buff-Stempel drauf. Oh mein Gott, homosexuell, Buff-Stempel drauf. Oh, guck mal, keine Ahnung, du warst vielleicht mal psychisch krank oder sowas, Buff-Stempel drauf. Du wirst von der Gesellschaft für so vieles eben abgestempelt. Und dann habe ich halt mal gesagt, und bei mir ist halt, und auch bei meiner Freundin, weil wir machen das ja zu zweit, habe ich gesagt, bei uns ist halt der Emanzenstempel, ne? Mhm. Weil wir kommen ja aus dem tiefen bayerischen Wald, ne? Und sehr traditionell alles, und da fallen wir halt so ein bisschen aus dem Raster. Ne? Also wir sind jetzt nicht unbedingt die dieses gut situierte bürgerliche Traditionsleben leben, sondern wir sind halt dann die, die halt auf Bühnen stehen, einen Podcast machen und allem drum und dran. Deswegen machen. Ja, genau. Und ja, und dann, als ich eben diesen Emanzenstempel, diesen Begriff genannt habe, ist eben mein Freund, der ist dann voll in Gelächter ausgebrochen, sei so, Dennis, was lachst du jetzt so? Für der sich wirklich so feiern, wenn du den Podcast Emanzenstempel nennst.
Sag so, okay, machen wir. Und er so, okay, gut. Und aber der Emanzenstempel ist tatsächlich auf der einen Seite Provokation, ne? Weil sich viele fragen, hä, was ist jetzt das? Und auf der anderen Seite ja, ein Deckname für so viele Stempel, die es halt wirklich da draußen in der Gesellschaft eben gibt. Mhm. Und ich finde das immer so furchtbar schlimm, diese Floskel leben und leben lassen. Ne? Haben ja ganz, ganz viele drauf. Mhm. Und wenn du dann mal lebst, dann gibt jeder seinen Senf nur mit dazu. Ne? Dann wirst du nicht gelassen. Richtig, genau, genau. Und deswegen, der steht halt wirklich für mehr Respekt, für mehr Toleranz, für mehr Mensch, weil wir sind alles Menschen. Und wenn jemandem etwas nicht gefällt, dann schau halt weg. Ist halt so. Mhm. Genau. Ich finde es auch, also meine Herangehensweise ist jedem seine eigene Entscheidung. Genau. Und somit auch meine eigene Entscheidung, zu sagen, eben wo schaue ich hin, wo gebe ich meinen Senf vielleicht dazu oder nicht. Genau. Hilft mir sehr, sehr oft, meinen Mund zu halten, weil es vielleicht eben wieder um meine Energie geht, beziehungsweise meine Meinung tut für das Ganze nichts zur Sache und für diejenigen vielleicht, weil sie so konträr dann ist, gar nichts. Ja. Bringt dem nichts. Also wieso muss ich denn überall meinen Senf dazu geben? Richtig. Kann, muss er. Genau, genau. Aber eben immer die Frage der Energie, ne? Ja. Ich fand es gerade super schön, was du gesagt hast, dass du sagst, es ist ja auch deine Entscheidung, ne? Ja. Beide. Und ich finde, genau, und ich finde gerade das Thema Eigenverantwortung ist etwas, woran man arbeiten sollte. Mann und Frau. Ja. Jeder eigentlich, ne? Weil es ist oft so, dass man halt wirklich so die Verantwortung eben abgibt, weil es leichter ist, die Schuld bei anderen zu suchen, ne? Aber bloß nicht bei einem selbst. Nicht hinschauen. Genau, genau. Das lassen wir mal lieber. Ne? Das könnte wehtun. Ja, genau, genau. Na, ich glaube auch, die Verantwortung beginnt einfach dort, wie du sagst, Eigenverantwortung, ganz klar, wo ich dann einfach auch ehrlich bin zu mir selber. Und eben auch so, glaube ich zumindest von mir zu sagen, so wie ich die Dinge sehe, ist gar nicht so schlecht. Mhm, ja. Dass jedem seine Meinung einfach okay ist und die Verantwortung bei beiden liegt. Mhm. Wenn mir was nicht in den Kram passt, kann ich doch sagen. Aber ich habe auch das Recht zu sagen, was mir in den Kram passt oder nicht. Also, genau. Genau, kann man es aufwiegen. Ja. Cool. Kerstin, wenn wir ein bisschen nach hinten schauen, mal in die Vergangenheit. Hm. Meine kleine Arschlochfrage. Oder eine kleine Arschlochfrage. Ich rede immer Deutsch, Entschuldigung. Okay. Excuse my language. gibt es irgendwas, was du bereust? Irgendwas, was du das Gefühl hast, habe ich versäumt in der Vergangenheit? Also so wirklich richtig, richtig bereuen? Tatsächlich nicht. Also wo ich jetzt wirklich sagen würde, würde ich niemals mehr so machen. Liegt aber wahrscheinlich auch sogar daran, dass ich das schon immer für mich gesagt habe, ich will niemals irgendetwas bereuen müssen. Natürlich gibt es die ein oder andere Situation, wo man sich denkt, hätte man vielleicht anders meistern können oder anders lösen können, natürlich. Aber so etwas, was ich so wirklich bitter, bitter bereue, tatsächlich nicht, nein. Würde es was geben, was du bereust, wo du vielleicht eben nicht gemacht hast? Oder eine Chance nicht ergriffen hast? Ich hätte tatsächlich wahrscheinlich schon viel, viel eher meinen Weg eingeschlagen. Weil der Punkt ist, eben jetzt wieder dieses, oh Gott, ich stempel ja selber ab. Ne? Es ist leider so. Aber wenn du halt wirklich so im traditionellen Bayern groß wirst, ne? Und wenn du halt dann da so deine Träume halt mal so aussprichst, ne, dann kommen sie, das kannst du doch nicht machen und keine Ahnung was und bla. Und also ich mir damals nach der Schule oder zur Schulzeit mal Gedanken gemacht habe, hey, was möchte ich denn mal beruflich machen? Wollte ich halt immer irgendwie so in dem Bereich mit Jugendlichen arbeiten, irgendwie so Streetworker-mäßig oder sowas, ne? Und da hat meine Mama, und sie hat es nicht böse gemeint, aber meine Mama hat gesagt, nein, mach das nicht.
Und mein Papa dann immer, ach, lern doch was Gescheites, geh doch ins Büro, ein Mädel fährt doch ins Büro, ne? Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe halt dann eine Ausbildung gemacht im kaufmännischen Bereich. Bin halt denen dann auch treu geblieben, ne? Und habe dann noch eine Weiterbildung gemacht. Und dann habe ich irgendwie gedacht, okay, das ist jetzt genau mein Weg, weil ich habe kein Abitur. Ich habe halt dann einen Fachwirt gemacht und bin halt dann nur zum Studieren gegangen, habe BWL studiert und dachte mir dann so, naja, BWL-Bachelor ist jetzt auch nicht so, ne? Und habe eben dann Wirtschaftspsychologie gemacht. Und dann kam ich tatsächlich so Mitte 20 an einen Tiefpunkt, wo mir alles irgendwie so zu viel wurde und ich alles in Frage gestellt habe und ich festgestellt habe in dieser ganzen Zeit, hey, das ist doch eigentlich gar nicht meins. Also ich habe mich zwar wirklich aktiv für diese ganzen Ausbildungen und Weiterbildungen entschieden, ja, aber das Fundament hat jemand anderes gelegt, ne? Wahrscheinlich, weil es eine logische Folge des Weges genau, war. Genau. Ja. Und ich habe dann gesagt, weil ich war dann wirklich schon kurz vorm Ziel, ne, kurz vorm Abschluss, habe gesagt, naja, jetzt noch aufhören, ist auch irgendwie blöd, ne? Habe eben dann den Master noch fertig gemacht und dann habe ich gesagt, so, und jetzt ist Schluss. Jetzt höre ich auf mit dem Ganzen, hat auch wieder niemand verstanden, weil jetzt hast du so studiert und jetzt, du könntest jetzt in einen Konzern gehen, du könntest das, also will ich aber nicht. Möchte ich nicht. Ich möchte jetzt wirklich meinen Weg gehen und dann kam eben auch die Speaker-Ausbildung, dann eben, ich habe dann ein Buch geschrieben, ne? Habe im Coaching-Bereich, das hat dann schon nur einigermaßen gepasst mit der Wirtschaftspsychologie, ne? Dann nimmst du ja dann doch einiges mit, ne? Genau, und dann bin ich halt für meinen Weg dann losgegangen. Ne? Aber auch das würde ich sagen, dass ich es jetzt nicht bereue, richtig? Mhm. Weil ich habe so viel lernen dürfen in der Zeit über mich selber. Auch vieles, was ich halt jetzt wiederum mitnehmen kann, ne? In meiner jetzigen Arbeit tatsächlich. Mhm. Ja, spannend. Das ist das Schönste, was passieren kann, wenn man sich für sich selber aufmacht. Ja. Seine Wege zu finden und zu gehen, also Leidenschaften hinterher zu gehen. Genau. Auch mein Weg. Wissen aber die Leute da draußen, ist nicht wichtig. Okay. ein Buch, das habe ich gar nicht, habe ich gar nicht draußen. Ach so, schon, ja. Ja, was für ein Buch? Ich habe tatsächlich ein Kinderbuch geschrieben. Cool. Ja, und das heißt Henry und die Stadt der verlorenen Eigenschaften. Okay, cool. Ja, weil ich bin ja 2018 selber Mama geworden. Und ich finde halt, kleine Kinder sind ja sowieso die allergrößten Lehrmeister, die es gibt. Und ich sehe das halt wirklich auch immer meinem Sohn. Kinder fragen nicht, darf ich laut sein? Ist es okay? Darf ich weinen? Darf ich meine Emotionen zeigen? Die nehmen auch Menschen ganz anders an, ne? Also eben nicht diese Abstempelei, sondern die sehen einen Menschen und denken sich, ach cool, den mag ich mit dem Spiel oder nein, mag ich nicht, wie auch immer. Die denken da nicht, die machen einfach. Und ich weiß jetzt nicht, ob du Kinder hast. Du hast Kinder. Vielleicht ist es dir auch passiert, aber bei mir war das tatsächlich so, als mein Kleiner dann da war, da kommst du in ganz elitäre Kreise, ne? In diese Mami-Kreise und Buggy-Fitness und dieses, du schiebst mit dem Kinderwagen irgendwo und dann kommen die ganzen Menschen, ja, weiß, der ist süß, ne? Meinen sie ja alle nur gut, aber da geht auch dieses Betteln schon an, ne? Dieses, mein Kind kann das schon und mein Kind kann das schon und oh mein Gott, Kerstin, förderst du dein Kind und so weiter, ne? Und ich dachte mir so, hey, der ist zu dem Zeitpunkt, der ist 2 Jahre alt. Der soll doch in Regenpfützen springen, sich das Knie aufschlagen, auf Bäume klettern, was weiß ich nicht alles. Ich schicke den doch jetzt nicht schon zum Chinesisch lernen oder Englischkurs oder sonstiges. Ne? Mhm. Und daraus entstand dann tatsächlich so auch diese Idee zu Henry, zu dem Kinderbuch. Mhm. Einfach, weil ich mir gedacht habe, wir sehen oder Erwachsene sehen andere hauptsächlich eben in dem, welchen Job machst du, welches Auto fährst du, wohnst du, wie auch immer. Oh, da war der Kopfhörer weg. aber weniger wirklich für das, was wir eigentlich sind, weil jeder Mensch ist eine individuelle Kreation, ne?
hat ganz individuelle Eigenschaften. Der eine ist mutiger, der andere ist sehr begeisterungsfähig, kreative Menschen, also alles, was so zu Eigenschaften sind. Aber die sehen wir irgendwie zu selten. Und den Henry, der ist ein Kinderbuch, aber tatsächlich will ich eigentlich mehr an die Eltern ran, ne? Die das Buch hoffentlich dann den Kindern vorlesen. Mhm. Weil Kinder stellen ja auch Fragen, ne? Genau, richtig. Das klickt bei den Eltern. Genau, genau. Und da geht es halt wirklich darum, dass eben der Henry in der Stadt wohnt, wo es halt immer nur regnet und seine Eltern erzählen aber, dass das nicht immer so war. Und der Henry hat halt nur einen Wunsch, der möchte einmal die Sonne sehen. Und das wird halt dann so seine Aufgabe. Und dann läuft er halt durch die Stadt und stellt dann eben so fest, dass da gibt es ja Frau Mut eben, Herr Begeisterung, Frau Herzlichkeit. Und die verhalten sich aber tatsächlich konträr zu dem, was der Name eigentlich sagt. Frau Mut hat Angst, die Frau Herzlichkeit ist ja schon fast der Beißzang, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Ja. Und genau, und dann findet er halt das raus und dann gibt er halt alles dafür, dass die Menschen ihre Eigenschaften wieder zurückbekommen, die sie irgendwo in der Stadt verloren haben. Cool. Wunderschöne Idee. Und tatsächlich, meine Tochter ist auch 2018 geboren. Ach, schön. Und diese Vergleiche die kommen natürlich überall. Und ich möchte es gerade erzählen kurz, weil es aktuell mich auch beschäftigt, wie versucht wird, dieses weiß beschriebene Blatt Kind zu beschreiben mit Dingen, die eigentlich gar nicht Sinn machen. Zum Beispiel Thema Angst. Hast Angst vor dies, das und jenes. Das Kind hat noch nie Angst gehabt. Richtig. Und plötzlich erzählt es, dass es Angst hat und ich weiß genau, woher das kommt. Es kommt nicht von mir. Ja, ja. Natürlich muss es auch das lernen, aber die Frage ist, wann und wo müssen wir oder wie müssen wir das gut und richtig lenken? Dass das nicht ganz banal ausgedrückt ins Negative fällt. Ja. Und eben die Frage, wie beschreibe ich das weiße Blatt? Das ist schon eine spannende Idee, tolle Idee für ein Buch, das so zu beschreiben. Und vor allem, was für mich spannend war, das Konträre zu machen. Begeisterung ist nicht begeistert, sondern was anderes. Sehr, sehr coole Idee. Dankeschön. Gut, Kerstin. Ich habe ein bisschen den Faden verloren, spielt keine Rolle. Ich frage dort weiter, weil eine Frage hast du mir eigentlich weggenommen. Wenn du dein 20 Jahre altes Ich nochmal treffen würdest, was hättest du für einen Rat? Du würdest wahrscheinlich antworten, früher deinen Weg zu gehen. Richtig, oder? Genau. Ja, ja. Cool. Dann kommen wir aber noch zu dem Punkt, ob es vielleicht irgendwelche Glaubenssätze auch positiver Natur, vielleicht Motto oder Ähnliches gibt für dich, was du schon dein Leben lang mitträgst, wo du sagst, hat mich immer beeinflusst, aber vielleicht tatsächlich sehr, sehr stark positiv beeinflusst. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt sieht. Warte mal. Ich bin hier ja tätowiert. Und da steht drauf, das ist Pippi Langstrumpf, da steht, lass dich nicht unterkriegen, sei frech und wild und wunderbar. Und ja, genau. Und deswegen auch hier auf dem Arm. Und linksseitig, genau, immer zum Lesen, linksseitig, weil Herzseite, knallbunt für Pippi Langstrumpf. Und habe mich schon, ich weiß gar nicht, wie lange mich dieses Motto schon begleitet, aber Pippi Langstrumpf war immer meine Kindheitsheldin, tatsächlich. Und dann dachte ich mir so, hey, bevor du überall Zettel aushängst, klatsch da drauf, hast das immer dabei, ne, und... Du störst keinen. Genau, genau. Und da heißt es, was hast du für eine Zettelwirtschaft? Ne? Und so sage ich immer, okay, vergiss nicht, frech bleiben, wild bleiben. Wunderbar. Alles ist gut. Genau. Genau. Cool. Wieder den Faden verloren, spielt keine Rolle. Ich wollte eigentlich fragen, gibt es außer Pippi Langstrumpf noch wen, der dich stark beeinflusst hat, wo du sagst, hey, vielleicht ein Mentor oder ein Mensch, der mich wirklich in die und die Richtung beeinflusst hat. Vielleicht sogar jemand, den du weiterempfehlen kannst. Total. Lorenzo Schibetta. Bin ich gespannt. Da habe ich noch nie gehört. Oh Gott, wie beschreibe ich diesen? Das ist
ein Mensch, dessen Herz nicht größer sein kann, der selbst eine, ja, sehr, sehr interessante Geschichte hat, wo ich jetzt nicht zu viel vorwegnehmen möchte, weil vielleicht guckst du ihn dir mal an. Ja, gern. Und der Lorenzo tatsächlich ist eigentlich der Mensch gewesen, der mich, ich will jetzt nicht sagen, in die richtigen Bahnen gelenkt hat, aber der dafür gesorgt hat, dass ich weitermache. Weil ich kenne den Lorenzo jetzt seit letztem Jahr, also noch gar nicht so lange. Habe den im Zuge meiner Speaker-Ausbildung als Coach eben genommen über dieses Programm und ich dachte mir nur so, ab der ersten Sekunde, okay, so wie verliebt sein, der ist es, ne? Also als Coach, ne? Genau. Und ja, wir haben halt dann so ein bisschen zusammengearbeitet und dann kam halt bei mir eine sehr, sehr schwierige private Situation, wo ich halt wirklich dann gesagt habe, okay, ich schmeiße jetzt alles hin. Ich schaffe das nicht mehr, ich kann das nicht mehr, ich kriege das nicht hin. Und ich hatte dann einen Termin mit ihm. Und ich wollte das Pokerface wahren, ne, und dachte mir, hey, ich bin doch so stark und ich kann das. Und der guckt mich an und sagt so, was ist passiert? Und dann ist der unfreiwillig, also nicht Teil des Ganzen geworden, aber der Lorenzo war in dem Moment wirklich der hat mir nur eine Frage gestellt und die hat es in sich. Der hat gesagt, Kerstin, überlege dir, wer braucht dich jetzt am meisten? Und im ersten Moment, da kommt dann so das Mama-Herz durch, dachte ich mir, klar, mein Sohn, wer sonst? Aber ich wusste auch, der Lorenzo stellt eine Frage, über die man nachdenken sollte. Dann dachte ich mir, na klar, mein Sohn braucht mich, natürlich. Aber ich brauche mich selbst gerade auch. Und er hat dann auch zu mir gesagt, egal wie du dich entscheidest, ob du weitermachst oder ob du aufhörst, ich bin hier. Cool. Und also dieser, also ich kann den jeden nur wirklich, also mir fehlen bei diesem Menschen echt die Worte, weil das ist jetzt jemand, der mich so geprägt hat, dem ich so dankbar bin für so unfassbar vieles, dem ich eigentlich, ja, das ganze letzte Jahr, würde ich sagen, zu verdanken habe, die Erfolge, die ich feiern durfte, die Projekte, die ich umgesetzt habe, da hat er das Fundament gelegt, einfach nur dafür, dass ich ihn kennenlernen durfte. Cool. Also Lorenzo Schibetta. Gemerkt. Gemerkt, cool. Genau. Wir werden nachforschen. Genau, forscht mal nach. Sehr gut. Das bringt mich zu meiner Abschlussfrage und letzten Frage für heute. Wenn du vielleicht jetzt nochmal ein bisschen zurückblickst, die letzten Tage, Wochen, Monate vielleicht, wann war dein letzter Gänsehautmoment? Mein letzter richtiger Gänsehautmoment war tatsächlich bei dieser Veranstaltung, wo ich meine Poker-Keynote das erste Mal gehalten habe, weil das niemand wusste, was ich mache. Ich habe da ein Riesengeheimnis drum gemacht. Einfach aus dem Grund, weil ich mich ausprobieren wollte, weil es ist eine Keynote, die halt ganz anders ist als das, was man wahrscheinlich so kennt. Ich habe wirklich Poker gespielt auf der Bühne. Also ich hatte auch einen Dealer mit dabei. Cool. Und der richtige Gänsehautmoment war, dass ich mit dieser Keynote einen Award gewonnen habe. Und das tatsächlich so für, und da kriege ich schon wieder Gänsehaut, weil es mir so viel bedeutet, weil es einfach 100% Kerstin ist. Ohne, dass ein Coach mit dabei war, irgendjemand wusste, was ich mache, sondern das wirklich eben komplett meins ist. Und schön. Ja, ach du. Ja. Steht der Award irgendwo? Ja, der steht da oben. Willst du ihn mal sehen, oder wie? Ja, klar. Ja, warte, ja, klar. Ich hole ihn mal schnell. Moment. Moin. Da ist sogar der Pokerchip mit dabei. Da ist er. Zack. Ja. Genau. Amplify your stage. Emotional Speaker 2021. Cool. Und der Pokerchip
den ich als Glücksbringer mit dabei hatte. Sehr, sehr cool, super. Genau. Das bedeutet, du musst uns die wirklich irgendwie für den nächsten vielleicht Online-Termine bekannt geben. Ja, sehr gerne. Wo stattfindet. Ja. Das wir teilen. Cool. Ja. Danke dir von ganzem Herzen, Kerstin. War ganz, ganz toll. Ich danke dir. Eine frische Frau, voller Energie. Hat echt richtig Spaß gemacht. Dankeschön, mir auch. Und vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Von Herzen gern. Und ich hoffe, wir sehen uns bald im realen Leben. Das hoffe ich allerdings auch. So weit sind wir ja nicht voneinander weg. Ne? Also. Richtig. Genau. Vielen Dank nochmal. Dankeschön.